Hallo ihr Sepplinge, willkommen zu einer neuen Folge Elisha Online. Ja, ihr seht schon, mein Computer geht immer noch nicht. Ich rechne heute mit dem neuen Netzteil und hoffe, dass es dann auch wirklich das Netzteil war, was aber sehr, sehr wahrscheinlich ist. Ja, ansonsten hätte ich halt Pech gehabt, dann müsste ich weiter forschen. Ja. Nee, nicht Tutorial, da wollen wir nicht rein. Wir machen nochmal ein paar Rennen. Ich muss immer noch ein bisschen hier Geld verdienen. Ja, ich bin immer noch überlegen. Ich will eigentlich Gameplay nicht hergeben. Auf der anderen Seite würde ich mir ganz gerne ein Pferd kaufen mit besseren Werten. Und da man ja momentan nur zwei Pferde haben kann, überlege ich, ob ich Gameplay quasi zurückgebe. So tue, als ob ich ihn auf die Pferdeinsel schicke, um mal im Star Stable Jargon zu sprechen. Und dann sage, okay, wenn man da mehrere Pferde haben kann, dann kann ich mir ja immer noch mal wieder kaufen. Muss ich mal überlegen. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Ich hatte ja gestern erzählt, das Problem mit dem Leveln. Es haben auch ultra viele dem Team mitgeteilt. Es war keine Seltenheit, es war wohl wirklich bei allen das Problem. Und das lag daran begründet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich habe das vorhin mal gelesen, eben schnell. Es ist jetzt noch ein bisschen nämlich mehr logistischer, zeitlicher Aufwand, hier alles über die Bühne zu kriegen, wenn Fabi und ich an einem PC aufnehmen müssen. Deswegen habe ich dann nochmal kurz auf die Seite draufgelunzt, weil mir die Jessie Bescheid gesagt hat. Hier, guck mal da, die haben was dazu gepostet. Und, ach, willst du mich veräppeln? Verpferdeäppeln? Boah. Ja, und es war wohl so, dass die Pferde viel, viel, viel schneller gelevelt sind, als es eigentlich geplant war. Und dadurch hatten sie zwar das Level-Up schon, aber sie haben halt trotzdem die Punkte nicht bekommen. Also die Punkte sind quasi normal verteilt worden, aber die Level sind gestiegen ohne Ende. Und das ist jetzt wohl behoben worden. Diejenigen, die das Problem schon hatten, ich bin mir nicht sicher, ob das dann jetzt zurückgesetzt wurde, das Level vom Pferd, und man jetzt dann wieder normal weiterleveln kann. Oder ob sie jetzt gesagt haben, ihr bekommt jetzt halt so lange keine Punkte mehr, bis es sich wieder ausgeht. Bis ihr eben die normale Anzahl an Erfahrungspunkten mit eurem Pferd gesammelt habt. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht mehr großartig geguckt. Ich habe es einfach leider nicht mehr auf die Kette bekommen. Und ja, aber das Problem soll jetzt im Allgemeinen behoben sein. Und das Pferdelevel sollte jetzt so möglich sein, wie es dann auch auszusehen hat. Wenn ihr davon betroffen wart, es waren ja ein paar, die geschrieben haben, jo, ja, hallo, hier ich habe das Problem auch. Dann schreibt doch einfach mal unter die Kommentare, ja, unter die Kommentare ist auch gut, schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein, wie sich das jetzt denn bei euch verhält. Mich würde das dann mal interessieren, damit es dann auch, damit ich da Bescheid weiß. Guck mal hier, schafft man das? Ja, das müsste diesmal klappen mit dem ersten. Oh, jetzt haue ich mir noch das Schild um die Ohren, jawoll. Gut gemacht, Gameplay. Ja, eigentlich ist es selten dämlich, wenn ich Gameplay abgeben möchte, eventuell, dass ich jetzt Gameplay level. Ba, ba, ba. Gute Leistung, Cuddy. Gute Leistung. Ich glaube, ich sollte so lange mal auf Romero umswitchen. Wäre wahrscheinlich sinnvoller. Ja, ich bin immer noch am Überlegen. Ich weiß es nicht. Ich brauche natürlich auch 47.000 Carats für das Pferd, was ich mir gerne kaufen würde. Vielleicht ist es, bis ich das zusammen habe, schon möglich, noch ein drittes Pferd zu kaufen. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Ich glaube, ich halte jetzt weiter Gameplay. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ob ich es übers Herz bringe, mich von dem Kleinen zu trennen. Ich mag das Pferd wirklich gerne, auch wenn es eigentlich wirklich so eine, ja, absolute Standardfarbe ist. Gar nicht mal eine von den Special-Farben in dem Spiel, aber trotzdem ist er irgendwie knuffig. So ein bisschen Romero-like. Apropos Romero-like, mein Papa war da heute mal mit und hat ein paar Videos gemacht, dass ihr da auch nochmal ein bisschen was bekommt an Material. Dann muss ich nur eben erstmal schauen, dass mein PC wieder ans Laufen kommt. Dann muss ich zusehen. Oh, Level up. Dann muss ich zusehen, dass ich das meinem Papa erklärt kriege, wie er mir die Videos schicken kann.
Und dann wird es auch bald mal wieder ein Video geben. Und es hatten sich ja schon einige gewünscht, dass ich mal ein Video mache, eben nicht mit der Actioncam am Helm, sondern wirklich mal eins, wo man auch sieht, wie ich reite. Und ja, das kommt dann. Aber wie gesagt, erstmal oberste Priorität, dass mein PC wieder läuft. Und dass ich die Videos überhaupt zur Verfügung habe. Und dann dürft ihr euch da auch drauf freuen. So, bitte einmal den Chor. Ja, perfekt, perfekt. Ja. So, zip. Und zip. Dülülü. Babada. Ich bin übrigens jetzt am Überlegen, es kam jetzt unter der letzten Folge so Kommentare wie, ja, ist doch gar nicht schlimm, dass Horsehaven nicht geht. Ich freue mich drüber, dass du jetzt mal Alicia zeigst. Horsehaven ist ja sowieso immer nur dasselbe. Jetzt ist natürlich die Frage, wünscht ihr euch dann später vielleicht, dass ich nach einer gewissen Zeit dann mit Horsehaven vielleicht aufhöre und dann eventuell nur noch zeige, wenn da ein neues Update gekommen ist, dass ich euch zeige, was gekommen ist? Oder sagt ihr, hör bloß nicht mit Horsehaven auf, weil es wäre ja auch denkbar. Ich muss ja mal gucken. Ich kann ja nicht einfach ein endloses Projekt nach dem anderen auf dem Kanal zeigen. Und wenn ihr jetzt lieber sowas wie Lisha Online dann später sehen wollt, wenn der Multiplayer auch verfügbar ist, dann könnte ich natürlich auch das jeden Tag bringen und Horsehaven dafür reduzieren und da rausnehmen. Weil Lisha Online ist natürlich auch der Punkt, dass dann immer wieder welche von euch mit in mein Team rein können, wenn ich dann Rennen reite. Dass man sich dann vielleicht im Vorfeld absprechen kann und dann sagen, jo, ihr kommt jetzt dann diese Folge mit und so weiter und so fort. Dass man das vielleicht dann auch mal irgendwie über Gewinnspiele im Stream auslost, wer da mitmachen darf. Das wäre natürlich ein Punkt, der bei Alicia Online möglich wäre, der bei Horsehaven nicht geht. Ihr könnt ja auch da einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, was euch lieber ist, was ihr besser findet. Ich bin da eigentlich ganz, ganz offen. Oder man macht es zum Beispiel so, man sagt, du spielst eine Woche jeden Tag Horsehaven, danach die Woche jeden Tag Alicia, dann wieder jeden Tag Horsehaven, dass man das so umeinander macht. Das ist ja natürlich auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, schreibt mir einfach mal, was ihr davon haltet. Oh, was reicht mir denn heute mal noch? Die Strecke, die mag ich auch sehr gerne. Reiten wir die noch? So. Aller guten Dinge sind drei. Dann haben wir hier jetzt die dritte und letzte Strecke für heute. Hoppala, jetzt bin ich hier gerade an das Mikro gekommen. Ich bin das gar nicht mehr. Ohne Witz, ich habe ja jetzt, vielleicht habt ihr das im Weekly schon gesehen. Ich habe ja jetzt an dem neuen Mikro, wo ich jetzt natürlich gerade wieder nicht drüber spreche, weil ich ja jetzt über Fabis Mikro rede, habe ich ja so einen großen Arm dran. Und das Mikro hängt jetzt so neben mir. Ich habe es nicht mehr vor mir befestigt. Okay, mein altes ist immer noch vor mir, weil ich ja immer noch den Mikro-Qualitätsvergleich machen möchte in dem Video. Weil ja auch immer wieder Leute von euch fragen, ja, was hast du denn für ein Mikro? Ich will mir auch eins holen. Dass ihr dann auch mal so die Unterschiede ein bisschen raushört eben im direkten Vergleich. Deswegen habe ich das alte noch angeschlossen. Aber wenn ich das erstmal abmachen kann, da freue ich mich tatsächlich ziemlich drüber. Weil dann habe ich endlich nichts mehr vor der Tastatur rumhängen. Und es kann schon ein bisschen nervig sein, dass man immer gucken muss, wie man dann die Arme und die Hände platziert, dass man nicht mit der Mikrofonklemme, wir haben das ja sowohl Fabi als auch ich mit so einer Klemme am Tisch befestigt, wo so ein Gewinde dann dran ist. Ja, irgendwie haben wir es heute wieder. Wenn das so weitergeht, dann kommt Dave ins Ziel und alle anderen haben ein Timeout, weil sie sich hier gegenseitig behaken ohne Ende. Ah, hier. Autsch! Nee, das Ding will ich nicht. Das ist jetzt nicht so special. Ah. Och, ernsthaft? Ich habe aber auch heute ein Pech. Alle Items, die wirklich was bringen, verliere ich. Ah. Ja, wie gesagt, da bin ich dann eben auch froh, wenn ich das dann irgendwann abmachen kann. Weil ich habe dann eben nicht mehr so diese Situation, dass ich immer mal wieder mit den Händen irgendwo gegenstoße. Ich habe nicht die Situation... Ach, verflixt.
Da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe nicht die Situation, dass ich da hänge und ja, es ist einfach manchmal hängt man so blöd da mit der Tastatur hinter dem Mikro, dass man einfach nicht mal ordentlich tippen kann. Das ist jedenfalls bei mir das Problem. Ja, und hier werde ich heute definitiv nicht mehr ins Ziel kommen. Wir haben viel zu viele Feuerbälle abbekommen, als dass wir hier noch irgendwie eine Chance hätten, ranzukommen. Guck mal hier, jetzt sind die schon durch. Und wir sind noch nicht mal auf ihr Ziel geraten hier. Da kann ich auch die Feuerbälle rausschmeißen. Ja, und Ende. Das war wohl nix. Aber mein Gott, wie will man da auch durchkommen bei den ganzen Feuerbällen? Shit happens. Ist halt so passiert. Das Pferd hat ja trotzdem die Erfahrungspunkte bekommen. So, und wir gehen jetzt auch auf die Range zurück. Und setzen unseren vierten Skillpunkt. Oh, guck mal, da fast ein Level ab. Setzen unseren vierten Skillpunkt auch wieder in Control. So. Gut. Damit würde ich mich dann auch für heute von euch verabschieden. Wie gesagt, schreibt fleißig Kommentare, was ihr jetzt meint zu der Sache Horsehaven versus Elisha Online. Schreibt in die Kommentare, ob ihr schon was mitbekommen habt wegen dem Leveln. Falls ihr die Betroffenen wart, die auch Probleme mit der Skillpunktvergabe hatten. Also ganz viel, was ihr schreiben könnt, diese Folge. Und dann gucken wir mal, ob vielleicht morgen wieder Horsehaven kommt und keine Elisha. Wenn das so ist, dann wisst ihr, hooray, der Computer geht's wieder. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch dann jetzt aber erstmal noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss.